Es gibt da wieder eine neue Tüte von Action. Zwar haben die 2000 Stores und ich muss die Tüte natürlich unbedingt haben. Ich finde das, wenn das jetzt auch schon so kühl ist, richtig angenehm. Mag ich total gerne. Oh, Leute. Schön. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Action Haul. Ich freue mich dieses Mal wirklich. Ich weiß, ich freue mich immer bei den Action Hauls, aber ich war echt ein paar Wochen nicht mehr da. Ich denke, es waren ein paar Wochen. Und ich habe kreuz und quer Sachen eingekauft. Ich bin eigentlich hingefahren. Will ich euch gerade mal am Anfang des Videos zeigen. Ich bin eigentlich nur deswegen hingefahren, weil ich das unbedingt mal austesten wollte. Und eigentlich wollte ich es auch schon längst in den Kühlschrank gelegt haben. Aber so ist es bei mir eben. Ich habe es mal wieder verplant. Naja, ich würde sagen, wenn du Bock auf dieses Video hast, dann bleib einfach dran. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich habe euch ja schon erzählt, ich bin eigentlich nur deswegen dahin gefahren. Ich packe das auch mal aus. Und zwar weiß ich, dass diese Dinger hier eigentlich bei Douglas so um die 40 Euro kosten, habe ich gehört. Und das ist einfach hier so ein Tool, ja. Das frierst du nicht einfrieren. Ich will es immer einfrieren. Man friert es nicht ein. Man legt das in den Kühlschrank 2 Stunden lang und dann gibt man sich das so übers Gesicht. Ihr könnt ja auch ein Serum oder am besten gibt ihr das Serum auf euer Gesicht und dann schön einmassieren und so weiter und so fort. Und ich finde das, wenn das jetzt auch schon so kühl ist, richtig angenehm. Mag ich total gerne. Oh, Leute. Schön. Es ist nämlich gerade Abend. Am liebsten würde ich schlafen gehen. Aber ich habe natürlich an euch Mäuse gedacht. Ich will euch natürlich morgen am Donnerstag ein neues Video liefern. Und sonst hätte ich keine Ruhe heute. Auf jeden Fall ist es total cool. Das Ding kostet 2 Euro. Und da steht drauf Cooling Facial Massage Stick. Und die macht das hier genauso, wie ich euch das gerade erzählt habe. Einfach so im Gesicht ein bisschen rumfahren. Lass das Ding nicht fallen. Das ist nämlich aus Glas und wird dann wahrscheinlich kaputt gehen. Aber für 2 Euro dachte ich mir, nee, gar nicht wahr, ich lüge doch. 1,29 Euro sogar nur. Dachte ich mir, komm, kannst du das einfach mal mitnehmen. Und dann hast du das zu Hause. Das ist wie mit dem Jade-Roller. Ich hole mir da auch nicht die teure. Die für 1,99 Euro reicht mir da völlig aus. Dann bleiben wir bei Thema Kosmetik. Und zwar habe ich gesehen, haben die wieder neue Masken gehabt. Und zwar einmal die hier, eine Lollipop-Maske. Und voll witzig, das wird wahrscheinlich so aussehen, wie das auch hier auf dem Bild abgebildet ist. Action, muss ich sagen, hat ja ganz viele Masken. Die haben echt querbeet total viele. Das finde ich total cool, denn wenn du jetzt mal ein witziges Foto oder so machen willst für Instagram. Übrigens, wenn du mir da noch nicht folgst, würde ich mich auch freuen, wenn du mir dort folgen würdest. Da habe ich jetzt, glaube ich, so um die 6000 Abonnenten. Ich würde gerne die 10.000 voll machen. Das heißt, vielleicht hast du Lust, mir da auch zu folgen. Da teile ich übrigens auch wie auf TikTok fast jeden Tag die Reels. Kommen wir zurück zu der Maske. Ich finde die voll schön. Kennt ihr das? Manchmal will ich die gar nicht aufmachen. Ich kaufe die nur, weil die Verpackung so schön ist. Hashtag Verpackungsopfer. Aber die ist so toll und ich sehe gerade, man soll die 15 Minuten auf dem Gesicht lassen. Und ja, vielleicht werde ich sie benutzen. Vielleicht wandert sie aber auch in meinen Schrank und verweilt dort einfach. Ich habe keine Ahnung, warum sind wir Frauen eigentlich so? Wir kaufen was, weil wir es schön finden. Aber eigentlich, wir wollen es gar nicht benutzen. Schreibt mir in die Kommentare, seid ihr genauso. Dann machen wir weiter mit, ich habe wieder schöne Duftkerzen gefunden. Ich mag die total gerne und ich finde auch die Verpackung immer sehr ansprechend davon. Und ich habe wieder die mit dem bärigen Duft genommen. Hier steht drauf 24 Stück, die brennen 4 Stunden. Das sind auch, man sieht das, das sind nur so ganz dünne, seht ihr das? Es gibt, bei Teddy gibt es so dicke Dinger, die brennen echt voll lange. Aber ich finde die vom Geruch her ganz, ganz toll und deswegen mussten die auch wieder mit. Ich glaube, die kosten auch nur 1 Euro paar gequetscht. Ich müsste auf den Kassenbon gucken. Die kosten auch nicht viel. Schreib mir mal in die Kommentare, magst du auch Duftkerzen? Ich bin ja auch diejenige, die bei Ikea eigentlich ganz selten ohne Duftkerze rausgeht, weil ich das sowas von toll finde. Dann machen wir weiter. Sollen wir weitermachen mit... Ach, was machen wir denn? Für meine Oma habe ich mitgenommen. Die wird sich freuen. Ich hatte ja letztens schon mal eine andere Packung mitgenommen. Die fand sie aber nicht so gut. Das war, also das ist diese Medikamentenbox. Die wird der Sati ihr noch Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag beschriften. Das ist auch alles mit dabei. Die kosten, glaube ich, 1,45 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Also total günstig. Und dann hast du halt deine Wochenration.
hier drin, hast nicht so den Struggle. Das ist nochmal in so einer Box hier, seht ihr? Das ist eine Box und dann hier sind die Streifen drin. Finde ich richtig gut. Am Samstag gehe ich zu meiner Omi und dann werde ich ihr die mitnehmen. Die weiß noch gar nichts davon. Machen wir weiter, dann sollen wir mit Essen weitermachen. Essen ist auch ein Thema, was ich total gerne mag. Und vielleicht wisst ihr schon, die hier mögen wir total gerne. Die kaufen wir auch öfter nach. Die kosten 99 Cent. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die teurer geworden sind. Ich habe nicht auf den Kassenbon geguckt. Aber die haben sonst immer 99 Cent gekostet und ich mag die total gerne. Die kriegt ihr auch bei Aldi und bei überall in diesen, kennt ihr ja bestimmt, in diesen anderen Boxen, wo so verschiedene, so kleine Brezeln und alles so gemischt ist. Und da kennt ihr die bestimmt. Guck mal, wenn ihr die näher seht. Boah, die schmecken so lecker. Aber die machen süchtig. Ihr müsst aufpassen. Die machen super süchtig. Aber sind lecker. Dann hat der Sadi sich mitgenommen. Ach, das war tatsächlich von der originalen Beefy-Rolle. Ist irgendwie was Neues. Kenne ich auch noch nicht. Boah, wisst ihr, was ich mir auch schon überlegt habe? Normalerweise könnten wir auch eigentlich, oder ich könnte für euch so Food-Neuheiten filmen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe nur immer ein bisschen Angst. Hier bei mir in der kleinen Stadt sind nicht immer die Neuheiten sofort am Start. Aber das könnten wir echt mal machen und dann auch vielleicht essen. Oder was ich vielleicht auch ganz cool finde, ist vielleicht ein Mukbang. Wo wir dann am Essen sind und einfach am Plaudern. Aber das würde ich dann tatsächlich in so einem Live machen, ja. Weil ich finde das irgendwie besser. Da kann man sich auch direkt Fragen stellen. Also ihr mir, nicht ich euch oder ne, wie auch immer. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann könnten wir das auch vielleicht machen. So, dann machen wir weiter mit den Fressalien. Und zwar hat der Sadi wieder zugegriffen bei Red Band. Diese sauren Dinger, die mag ich ja gar nicht. Ich mag halt nicht so die Süßigkeiten, die sauer sind. Das ist gar nicht so meins. Dann hat er sich gekauft und die waren so, also ich finde die total ekelig. Das sind so Cheetos, steht da drauf. Die sollen auch neu sein. Die schmecken so pervers nach Käse. Also für mich ist das hier überhaupt gar nichts, ne? Boah. Cheese Flavor, Flower. Mir, oh, also ich habe die probiert, für mich ist das gar nichts. Mag ich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich was Cooles. Das ist zwar was fürs Auto, aber das ist auch für euch, oder für uns, nicht für uns Frauen nützlich. Und zwar habe ich hier von Grunding einen Anti-Fog-Film. Und zwar zeige ich euch das. Das ist hier so ein, hier hinten sieht man das, so ein Plastik. Und das machst du auf deinen Außenspiegel. Und dann ist das nämlich, wartet mal, das hier ist das beschlagene, das hier. Und da ist die freie Sicht. Und wenn das funktioniert, finde ich das richtig cool, weil bei Amazon wollen die einen 10er haben, also 10 Euro aufwärts. Und der hat da 2 Euro für bezahlt und da sind 2 Stück drin. Das, wie gesagt, das klebt man so in die Mitte von seinem Außenspiegel. Und dann, wenn es geregnet hat, soll halt diese Stelle frei bleiben. Ich bin mega gespannt. Wenn das funktioniert, ist das echt eine coole Erfindung. Der hätte das, glaube ich, sogar mal aufgemacht. Ich kann euch das auch zeigen. So sehen die Dinger aus. Und echt, das ist richtig cool, weil das ist schon nervig. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr am Autofahren seid. Wir haben keine beheizbaren Außenspiegel und das ist echt blöd, ne? Wenn du irgendwie unterwegs bist, dann ist das schon nervtötend. Deswegen finde ich das richtig cool. Dann habe ich mir mal von Action gekauft, habe ich auch schon aufgemacht, meine Wattepads. Und ich meine, die sind auch in Ordnung. Ich meine, was soll da anders sein als wie bei den anderen? Ja, die sind eigentlich so wie immer. Und ich komm einfach nicht ohne aus, ich weiß auch nicht. Ich brauche das für das Entfernen meiner Wimperntusche. Da habe ich übrigens wieder was Neues vom DM gefunden. Deswegen ein DM-Haul. Gehst du jetzt da rein? Ein DM-Haul wird auf jeden Fall auch folgen. Aber ich weiß nicht, ob das diese Woche sein wird. Ich gehe davon aus, dass der nächste Woche folgen wird. Wir machen weiter. Und zwar haben die Kinder, ja. Ich habe das schon aufgemacht. Ich hoffe, man sieht die Ohrringe. Die haben sich Silberohrringe gekauft. Wir haben das jetzt schon aufgemacht. Da unten ist ein Herz sind mit drauf. Wartet mal. Das ist natürlich typisch Lisa. Es kann nie was glatt laufen in meinen Videos. Warum auch? Das ist wie in meinem Leben. Da läuft auch nicht alles glatt. Ich hole es einfach mal raus. Und zwar hat die Kleine sich ausgesucht. Hier so kleine Ohrringe mit einem Herzchen drauf. Total schön. Nur jetzt haben wir leider das Problem, die hatte sich Ohrringe stechen lassen. Dann ist ja der andere Ohrring mal bei ihrer Schwester in den Haaren hängen geblieben. Dann ist der rausgerissen. Dem Ohrloch ist nichts passiert. Aber das ist hinten immer, ich will nicht sagen, dass es entzündet ist, aber das geht halt irgendwie nicht zu. Ich habe jetzt gesagt, wir machen die jetzt raus und warten. Ich habe da echt ein bisschen Angst. Und eigentlich wollte sie diese haben.
Aber die hat auch Angst, dass ich ihr die reinmache, weil die sagt immer, ich wäre so grob, ich würde nicht aufpassen. Ich bin halt so zack, 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 da ist da Dingen drin. Die Kinder hatten nämlich oft dann so ein Geschiss und ich mache das dann einfach rein, bumm, fertig und aus. Aber das haben wir jetzt mal auf Eis gelegt. Die Große hat sich auch welche gekauft. Die hat sie ja an, die kann ich euch gar nicht zeigen. Sind im Prinzip dieselben, nur mit ein bisschen Glitzer, wie ich hier habe. Die kosten pro Stück 4 Euro und es soll angeblich Sterling Silber sein. Ich bin ja da immer so ein bisschen skeptisch. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch so Skeptiker seid. Aber hier hinten steht drauf, es soll Silber sein. Mal gucken, wenn ich das Ohr entzünde, dann ist da kein Silber drin. Oder vielleicht ist auch Nickel drin. Aber ist ein Nickel, ist ein Silber Nickel? Oh, ich habe gespuckt. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ist wurscht, wir werden es sehen. Dann haben wir noch ein paar Autosachen. Und zwar hat der von Airwick ein... Ich glaube, das ist wieder hier so ein Duft. Man riecht leider nichts. Weiß auch nicht, wie teuer das war. Es tut mir so leid, ich muss auf den Kassenbon gucken. Aber das wird nicht teuer gewesen sein, weil wir sind unter 50 Euro gewesen. Also das muss man echt mal bei uns, wir sind nie unter 50 Euro. Da darf man echt mal klatschen. Wir sind immer über 50. Aber ich glaube, wir waren bei 39 Euro, batsch mich nicht. Dann hat er hier geholt fürs Auto, das mag der auch total gern. Wie krass, wenn ich mir das hier angucke, dann ist das voll am Leuchten. Für euch in der Kamera ist das gar nicht so am Leuchten, das ist sehr heftig. Diese Duftbombchen, die mag der voll gern. Da hat der langweilige Sachen gekauft, bleibt aber dran. Ich habe noch zwei coole Sachen. Hier, diese Klammern für... Den Tacker. Oh Gott, Lisa, ey. Ich dürfte auch nirgendwo arbeiten, wo man sowas erklären müsste. Ich würde jedes Mal... Das geht gar nicht. Wir haben noch was fürs Fahrrad. Ist vielleicht auch für einige interessant. Das kann man ans Fahrrad machen und dann ist das so beleuchtet. Ich habe auch da... Boah, guckt, das ist nämlich total hell. Hier habe ich es jetzt angemacht. Und das ist wirklich mega hell. Und für die Kinder ist es... Oh, jetzt ist es am... an der Funktion... Oh Mama, ich krieg's nicht mehr aus. Ich werd blind. Oh, rot gibt's auch noch. Und, oh, das blinkt auch. Geht es aus. Packen wir es lieber schnell weg. Dann habe ich nämlich noch für 46 Cent das Stück Waschlappen mir gekauft, weil ich möchte, ich habe lila Handtücher und mein Badezimmer ist blau. Das beißt sich immer so dezent und ich kann es nicht leiden. Ich will jetzt gucken, dass ich alles so auf grau umstelle. Ich weiß gar nicht, Lisa, passt eigentlich grau und blau? Aber eigentlich passt auf grau alles. Deswegen dachte ich mir, ich habe mal 6 Stück eingepackt. Die wollen ich beim Kick auch immer ein bisschen mehr haben. Und ob ich jetzt vom Kick kaufe oder für 46 Cent das Stück beim Action, dann greife ich doch lieber beim Action zu. Dann habe ich noch was richtig Nice gefunden. Und zwar wieder mal von Maybelline ein Foundation Stick. Und zwar, ich habe jetzt die Nummer 55 in Beige genommen. Ich werde euch den gleich nochmal separat abfilmen und hier irgendwo mit einspielen. Dann könnt ihr den besser sehen. Dann mache ich den auch mal auf und swatch den mal auf meiner Hand. Bin ich echt mal gespannt. Hier oben steht drauf Foundation und unten steht drauf Shine Control. Also das werde ich mal austesten. Der hat nur 3 Euro gekostet. Deswegen ist er mitgekommen. Dann will ich euch noch was Cooles zeigen. Und ich muss euch was erzählen. Die hat nur 1 eingetippt in der Kasse. Das ist mir aber später erst aufgefallen. Normalerweise bin ich ja auch so ehrlich. Also habe ich für alle 4 nur 81 Cent bezahlt. Also, und zwar habe ich als wir umgezogen sind, habe ich neues Geschirr gekauft. Nee, das habe ich schon gekauft, als wir damals in der alten Bude. Egal, auf jeden Fall. Das ist alles hier dieses, ich weiß nicht, wie man das so nennt. Das ist halt dieses spezielle Glas hier, sage ich jetzt mal. Das ist hier so, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich mir hier Schalen gekauft. Ich wollte ihn weiß haben. Ich habe alles in weiß, mein Geschirr, aber da schwarz und weiß zusammenpasst, habe ich die so genommen. Total cool, jetzt habe ich 4 tolle Schüsseln, denn ich möchte gerne am Frühstückstisch alles, das ist halt so generell ein Problem bei mir, das muss ich euch noch eben erzählen. Ihr wisst es wahrscheinlich auch vielleicht, ich bin ja so ein Perfektionismus-Typ. Also ich muss das auch, ich habe das teilweise jetzt auch schon ein bisschen abgelegt, ja. Also darf ich mal auf die Schulter kloppen. Aber es geht halt nicht immer. Also beim Frühstücken so will ich dann schon alles so halt schön haben. Das ist halt, ich kann das nicht ablegen. Und da diese Schalen halt so auf dem Tisch so total schön aussehen. Oh, bitte nicht kaputt gehen. Ist eigentlich eine Salatschüssel, aber da kannst du auch eine Bowl morgens reinmachen oder was auch immer. Oder mal einen Chunky Flavor. Da gibt es demnächst nämlich auch mal ein bisschen was.
Ich werde mir die nämlich demnächst in groß bestellen. Ist keine Kooperation oder so. Aber die sind einfach geil. Egal, ich höre jetzt auf zu schnattern, weil ich bin eigentlich durch. Und ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Und wenn du Lust hast, dann lass mir ein Däumchen nach oben. Und abonniere gerne meinen Kanal. Ich möchte endlich, eigentlich will ich die 10.000. Also ich will ja jetzt nicht gerade so ganz viel von euch wollen. Aber wenn wir die 5.000 vielleicht voll machen würden, wäre das vielleicht ganz toll. 10.000 wäre natürlich super toll. Dann könnten wir vielleicht auch Merch machen. Da hätte ich auch total Bock drauf. Aber das ist ein Thema, mit dem habe ich mich schon auseinandergesetzt. Aber ist ja noch nicht so weit, ne? Auf TikTok wollte ich das eigentlich schon mal machen, aber egal. Ich höre auf zu schnattern, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch gut geht. Und ich muss jetzt aufhören zu reden. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh mein Gott, ich habe euch noch gar nicht erzählt. Wollte ich euch am Anfang des Videos erzählen. Es gibt da wieder eine neue Tüte von Action. Und zwar haben die 2000 Stores. Und ich muss die Tüte natürlich unbedingt haben. Und ich werde das jetzt noch zum Anfang des Videos schneiden. Und ihr kennt mich ja, in meinen Videos läuft ja nie was glatt.